Hallöchen meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Poke Battle. Die Server funktionieren wieder und ja, es ist noch eine Woche, beziehungsweise ja, heute ist ja Montag, anderthalb Wochen hin, bis Oras rauskommt, meine lieben Freunde. Und ich bin mittlerweile mega gehypt. In den letzten Wochen wurde ich richtig gehypt. Ich weiß nicht, woher es kommt, vielleicht wegen den ganzen coolen Trailern, den ganzen Drumherum, was man auf Twitter und so weiter mitkriegt, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich sowas von gehypt auf dieses Spiel momentan. Und ja, es haben ja viele Leute gefragt, warum habe ich noch nicht irgendwie großartig was zu Oras gemacht, außer diesen Live-Trailer-Reactions, keine Teams oder sowas. Das will ich jetzt mal ändern, denn eine Woche noch bis zu Oras, Freunde, und in dieser Woche würde ich gerne mal mit einem kleinen Oras Mono Team spielen, also mit Pokémon, die in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir nun endlich eine Mega-Entwicklung bekommen haben. Und das wären in diesem Fall Galagladi, Stalos, Taubos, Gewaldro, Tohaido und Zumpex. So, ich sag schon mal vorab, dieses Team ist für mich persönlich nicht ausbalanciert genug. Zum Beispiel habe ich hier drei Elektroschwächen und nur zwei Resistenzen bzw. Immunitäten. Das ist so eine Sache, die stört mich persönlich immer ein bisschen. Wie gesagt, das ist nicht perfekt ausgeglichen, aber es ist wie gesagt auch ein Mono-Team und ich will mal gucken, wie ich es gleich hinkriege, dieses Team irgendwie umzusetzen. Ich gehe jetzt einfach durch die Sets. Ich benutze ja auch ein paar Sets, die ich noch nie vorher benutzt habe, die ich aber sehr interessant finde, und mal gucken, wie die denn so hinterher funktionieren. Fangen wir erstmal an mit meinem Galagladi mit der Offensivweste namens Link, ja, der Fähigkeit Justify. Ich glaube, das war die Attacke, wenn ich von einer Unlicht-Attacke getroffen werde, bekomme ich einen Angriffsboost. Mit den Attacken Drain Punch, Psycho Cut, Knockoff wollte ich noch wegmachen gegen Shadow Sneak. Knockoff ist zwar ganz cool, um den Gegner ja, ein Item wegzuschlagen oder so, wird dann auch stärker, es hat auch eine gute Coverage, aber Shadow Sneak hat eine ähnlich gute Coverage und Priorität auf so einem relativ langsamen Pokémon ist nicht verkehrt. Und den Ice Punch, wie gesagt, also Ice Heap. Dann volles Investment in HP und Angriff, wir sehen 383 Angriff ist nicht zu unterschätzen und Galagladi hat eine gute Spätstep, deswegen spiele ich auch noch die Offensivweste drauf. Ich wollte das Ding erst Gewaltschalt spielen, aber ich weiß nicht, ich habe mit dem Wahlschall Galagladi noch nicht so guten Erfahrungen immer gemacht. Und ich dachte mir, ich probiere nochmal die offensivfeste Variante. Und mit der habe ich mich bisher die besten Erfahrungen gemacht. Also würde ich sagen, gehen wir machen einfach mal weiter. Und zwar mit Stalos, der guten alten Analperle, Freunde. Robuster als Fähigkeit natürlich. Und ich spiele es in einer Chesto Berry. Ja, das hier wird ein Chesto Resto Stalos werden. Und ja, ich spiele das hier mit vollem Investment in die HP und in die Spezialverteidigung. Wenn wir uns mal hier die Base-Stats von Stalos ansehen, 200 Base-Death ist unfassbar hoch, Freunde. Ich habe kein Investment drin und habe 479 Death und ich habe das falsche Wesen. Ich wollte nicht Relaxed haben, ich wollte Sassy haben, genau. Spätz-Death und Minus Speed, damit der Gyro-Ball stärker wird. Und damit kommen wir auch dann schon direkt zu den Movesets. Gyro-Ball, Erdbeben, also sind halt die beiden Step-Moves. Und Erholung und Fluch, um Angriff und Verteidigung hochzuboosten. Ich glaube, wenn ich dazu komme, Stalos ein bisschen boosten zu lassen, dann wird das Ding ziemlich krass. Ich hoffe nur, dass dir keine Rotom-Waschs gleich gegenüberstehen werden, denn die kontern das Ding ziemlich hart aus. Und nun ja, als nächstes hätten wir hier Taubos, den, wie ich immer noch finde, schwächsten Standardvogel. Jedenfalls in der normalen Form. Wenn es sich mega entwickelt, bekommt es ja einen herben Spätzangriffsboost und deswegen wird es dann auch speziell gespielt. Das hier wird jedoch noch physisch gespielt mit einem Walband. Das ist übrigens mal schon der Paradiesvogel. Wieso habe ich denn die Wesen noch nie richtig eingestellt? Mensch, was ist denn heute los mit mir? volles Investment in den Angriff und in die Initiative, wie ihr seht. Mit dem frohen Wesen, also volle Initiative, 331. Und den Moves Sturzflug, Rückkehr, Kehrtwende und Ruckzuckieb. Ja, dann hätten wir noch mein Gewaldrohn voll. Das Set finde ich sehr interessant. Das habe ich noch nie gesehen. Ich sehe selten Gewaldrohr-Sets, also spezielle Gewaldrohr, die die Fähigkeit Entlastung gut ausnutzen können. Für alle, die es nicht wissen, was das ist. Entlastung ist die Fähigkeit. Das heißt, es ist eine Fähigkeit, wenn das Pokémon sein Item verliert, dann wird seine Initiative verdoppelt. Und ja, ich spiele mein Gewaldrohr mit eben dieser Fähigkeit, einem scheuen Wesen, also volles Investment in die Initiative und den Rest in den Spätzangriff, wie ihr hier seht. Mit der Pattaya Berry, ich glaube auf Deutsch ist es die Tahai-Beere, sollte ich unter 25, ich glaube zu 25% meiner HP kommen, dann wird mein Spätzangriff um 50% verstärkt. Und gleichzeitig wird meine Initiative durch die Fähigkeit verdoppelt. Das heißt, da können wir mit Sicherheit, wenn wir dazu kommen, einen sehr machtvollen, mächtigen Sweeper auf die Beine stellen. Als Attacken benutze ich hier Giga Drain, Fokusstoß, Hidden Power Rock noch, weil Hidden Power Rock auf Gewalt und das gute Coverage hat.
Das heißt noch, also ich werde jetzt, wenn ich mir dieses Set in Oras machen sollte, dann werde ich da wahrscheinlich trotzdem den Drachenpuls rausspielen. Und einen Delegator, so voll, das muss ich kurz erklären, denn mit Delegator werden wir unsere HP immer weiter senken, bis uns sich unsere Beere aktiviert und wir unsere Boosts bekommen. Und mit dem Giga Drain können wir noch ein bisschen HP immer wieder mal dazu bekommen, ohne eventuell noch einen weiteren Delegator aufzustellen. Dann das fünfte Pokémon ist Tohaido und dieses Tohaido ist komplett speziell offensiv. Ich habe bisher immer nur physische oder Mixed Tohaidos gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob ein komplett spezielles Tohaido da funktionieren wird. Das Problem ist aber, dass ich sonst nur einen einzigen speziellen Angreifer im Team hätte und das möchte ich nun mal nicht. Wie gesagt, volles Investment in den Spezangriff mit der Fähigkeit Temposchub natürlich. Übrigens mein wunderschöner Kisame. modest Wesen, mäßiges Wesen, genau. Fokus Gurt natürlich, damit wir auf jeden Fall einen Temposchub rausbekommen oder beziehungsweise auch mal einen Angriff überleben, denn wir sehen, Tohaidos Verteidigungswerte sind einfach unterirdisch. Und ja, Freunde, was mich hier schon mal gegen Waldungsabweiter bei ein bisschen stört, war ja der Fokusstoß. Da habe ich immer ein bisschen Respekt vor der Attacke. Ebenso hier habe ich auch die Hydropumpe drauf gespielt. Ich traue mich, Freunde, ich gebe der Attacke noch eine Chance. Und ja, da hätte ich noch Finsteraura und Ice Beam. Und den Schutzschild, um einfach schon mal einen freien Temposchub rauszubekommen. Und das letzte Pokémon, das wir dabei haben, ist dann Zumpex mit, ja, als physische Wall, genau, volles Investment in die Verteidigung und in die HP. Ich kann auch für die Faust in die Spätzle setzen, so. Dann mit den Attacken Siedewasser, um eventuell gegnerische Pokémon zu verbrennen, Erdbeben, Tarnsteine und Toxin. Eine ganz fundamentale Schwachstelle an diesem Team ist, dass ich keinen Spinner oder Defogger habe. Insofern hoffe ich, dass wir möglichst wenig mit Hazard zu kämpfen haben werden in den kommenden Folgen. Aber Freunde, naja, ich habe genug gelabert. Das ist das Team. Ich hoffe, ihr seid gespannt, Freunde. Ich bin das auf jeden Fall und wir sehen uns gleich im ersten Kampf. Bis gleich. So, Freunde, wir haben einen Kampf gefunden gegen den Xilla 21. Und er bringt sehr coole Pokémon, muss ich mal so sagen. Zumpex, Skorgo, Driftzeppeli, Nachtara, Quappo und Panzereron. So, was mich hier auffällt direkt ist auch, wobei so krass ist die Elektroschwäche nicht. Also er hat drei Elektroschwächen, genau wie ich, aber gleicht sie auch wie ich zweimal aus. Ich bin gespannt, ja, womit fange ich denn hier an? Oh, ich sehe, es sind Zuschauer im Chat. Cool, gleich mal grüßen. So, womit liege ich? Womit könnte er liegen? Eventuell würde er mit Panzereron liegen, um Hazards rauszuschmeißen. Das wäre ziemlich schlicht, ja. Womit kann ich denn dagegen liegen? Oh Gott, Alter, wie viele Leute sind hier gerade im Chat? Ist ja krass. So, ich glaube, ich fange mal mit Tohaido an. Ja, ich denke, ich fange mit Tohaido an. Okay, Leute, mal gucken, wie das Match aussieht. Oh, perfekt, Effekt mit Gleisgorn, Freunde. Das ist absolut hervorragend. Denn, kann es sein, dass die Schatten auf Tohaido ein bisschen komisch aussehen? Cool oder komisch, kann man sehen, wie man will. Alter, es sind einfach sieben Leute im Chat, sehr cool. So, er wird hier auf keinen Fall drin bleiben. Wird vielleicht rauswechseln. Ich weiß nicht, in was er gehen wird. Eventuell sein Panzer-Ero kann er eigentlich machen. Es sei denn, er denkt, dass ich speziell bin. Physisch bin, deswegen. Ich gehe einfach auf den Eisstrahl erstmal. Und er bleibt drin. Er hat nicht damit gerechnet. Das ist wunderbar. Spezielles Tohaido bekommt einen Kill, Freunde. Das ist krass. So, da ist jetzt Quappo. Und ich habe aus Versehen auf Fast gestellt. Tut mir leid, Freunde. Quappo wallt dieses Set leider komplett. Aber ich würde ganz gerne sehen, was er machen will. Oder gehe ich einfach direkt in einen Status. Oder gehe ich, glaube ich, direkt in Zumpex. Aber dann geht er auf Siedewasser. Ich will auch nicht, dass er jetzt auf Bulk abgeben, dass ich ihm dann einen Boost gebe. Deswegen gehe ich einfach direkt in Zumpex. Wobei man Quappo selten mit Protzer spielt. Aber er benutzt Bulgab. Okay, alles klar. Why not? So, da gehe ich jetzt. Wobei, warte mal, scheiße. Ich kann auch nicht auf Toxin gehen, weil wahrscheinlich ist es ein... ein Chesto Resto. Oder ein Sleep Talker Polyref. Aber dann hätte er nur eine Attacke. Aber Chesto Resto ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich gehe mal auf Toxin. Ich will wissen, was er vorhat. Ja, er ist mit Sicherheit ein Chesto Resto Quappo. Okay, gut, dann habe ich jetzt aber leider keine andere Wahl, als mein Zumpex hier jetzt ein bisschen stallen zu lassen. Deswegen gehe ich jetzt auf Tarnsteine. Und oh ja, er probiert es mit der Taktik. Die Sache ist, ich habe noch Gewaldro und Gewaldro kann ich mit dem Substitute dann so weit spielen, dass ich meine Boosts bekomme. Und dann wird ein Giga Drain wahrscheinlich reichen. Ich werde mal einfach auf Erdbeben gehen, mal gucken, wie viel Schaden das macht. Bestimmt lächerlich wenig. Okay, er hat Earthquake drauf.
Dann ist er ist doch nicht Chester Wrestling. Wenn er Earthquake drauf spielt, ist er mit Sicherheit kein Chester Wrestling. Gut, dann gehe ich jetzt in Pidgeot. In meinen Tauboss. Aber warum geht er nicht auf die Kampfattacke, frage ich mich gerade. Der Switch auch predicted, ich weiß es. Brick Break, nein! Nein! Jetzt ist Tauboss down. Das ist ziemlich schlecht, Freunde. So. Ich überlege jetzt gerade. In was gehe ich? Will ich jetzt schon in meinen Skeptile gehen, weil ich glaube, Panzer Aeron wallt mich da schon ziemlich krass. Aber ich kann in Skeptile gehen und schon mal das Ding mit einem Giga Drain ausnocken. Das wäre schon mal etwas, was ich sehr, sehr begrüßen würde. Es sei denn natürlich, er will sich sein Poliwrath jetzt noch aufsparen. Ich gehe auf Giga Drain. Okay, er spart es nicht mehr auf. Okay, das Quappo ist down. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, ich habe immer Angst, wenn ich ein Bulk-Up-Pokémon mir gegenüberstehen habe. Aber gut, dass wir noch so einen speziellen Angreifer wie unser liebes Gewaltrohr. So, das Panzer Aeron verliert seine Robustheit durch unsere Tarnstein. Allerdings wird es jetzt selber Hellsatz rausschmeißen. Und ich würde da doch noch am liebsten Tohido eben reinholen, damit wir eben nicht unseren Fokus-Core direkt verlieren. Nein, er geht direkt auf Brave Bird. Okay, damit muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und wieso bekommen wir unseren Speed Boost nicht? Wäre eine ganz interessante Frage. So, ich gehe mal auf Protect, was hat er vor? Geh nochmal auf Brave Bird. Ja, er bleibt auf dem Brave Bird. Also jetzt bekommen wir jetzt unseren Speed Boost. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen komisch gefunden. Hydropumpe, wenn er nicht speziell ausgelegt ist, ich weiß nicht, ob die reicht. Wir sind zwar voll speziell offensiv, aber ja, ich weiß nicht. Hydropumpe ist ein starker Step-Angriff. Wir probieren es mal. Und es trifft sogar und Schaden 9% und er geht auf die Spikes. Okay, Spikes sind doch die Hazard, die ich am meisten ab kann. So, jetzt wird auf jeden Fall eine Finsteraue erreichen, deswegen gehe ich auch auf diesen Move. Und er opfert sein Panzer Aeron. Okay, der für mich persönlich größte Threat ist damit schon mal weg. Nach Tara kann ich noch gut handeln mit Galagladi, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was das Ding jetzt vorhat, ist die Sache. Ich werde mal protecten, weil ich wissen will, was das nach Tara vorhat. Substitute nach Tara habe ich auch noch nicht gesehen. Da gehe ich immer auf Hydro-Pumpe. Gut, sie trifft und der Delegator verschwindet. Und der geht auf Curse. Okay, ich spiele meine nach Tara auch gerne mit Fluch. Hab's auch noch nie mit Delegator gespielt. Das ist wahrscheinlich auch voll speziell defensiv. Oh ja, bei dem Schaden auf jeden Fall. Aber es hat bis jetzt jede Hydro-Pumpe getroffen, Freunde. Das muss erstmal einer nachmachen. Okay, Hydro-Pumpe geht daneben. Okay, gut, aber die Attacke hat bis jetzt immer getroffen. Insofern ist es wahrscheinlich nur fair. Ja, nochmal auf Hydro-Pumpe gehen. Und die trifft und macht wieder 25% Schaden. Ja, wahrscheinlich hat er auch Moonlight drauf. Also das könnte jetzt doch nochmal ein Problem werden. Ich könnte in Sumpex gehen, das Ding nachher Toxin stallen. Dann würde ich zwar meinen Sumpex verlieren, weil es mich entweder killen wird oder mit Synchronize mich dann gegen stallen wird. Aber wie dem auch sei, Freunde, ich werde jetzt wieder Shiro die Ehre erweisen. wie immer, wenn ich gerade nicht weiß, was ich anderes tun kann. Also, Freeze! Schade, leider nicht. Wish! Nein, warum bin ich nicht auf die Dauer? Okay, vielleicht hat er auch Schutzschild drauf, Mann. Ich gehe jetzt in Sumpex. Mal sehen, was er vorhat. Bitte greif jetzt nicht an. Nein, okay, geht doch noch ein Curse. Aber ich bin wahrscheinlich langsamer, fällt mir jetzt so ein. Egal, ich kann nichts anderes machen, als auf Toxin zu gehen. Ich bin sogar schneller, okay. Synchronize aktiviert sich, aber... Ja, mit Payback, so spiele ich meins auch. Ich habe leider keine andere Wahl gehabt. Sonst wären wir früher oder später ausgestallt worden. So, gehe ich jetzt schon in Gewaltrohr. Gegen Drift Zeppeli weiß ich nicht, ob ich da mit Galagladi so die guten Chancen gegen habe, weil das Ding könnte eine Akrobatik haben. Ja, wobei doch, dann könnte ich mit Skeptiles in Power Rock schon was reißen. Ich probier's mal, Freunde. Die Sache ist, durch die Spikes kann ich jetzt nicht genau drei Delegatoren raushauen. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Aber wie dem auch sei, Substitute, Freunde. Was hat er vor? Payback, okay, bleibt einfach auf Payback. Mit den Überresten werde ich hier wahrscheinlich nicht ganz so gut Toxin stallen können. Nein, er bleibt auf Payback. Da werde ich leider nicht so viel Erfolg mit haben. Andererseits, was mache ich denn? Ich darf Senju eigentlich noch gar nicht so wegschmeißen. Was brauche ich am wenigsten? Eigentlich brauche ich Stalos am wenigsten. Deswegen gehe ich jetzt auch einfach in Stalos. Aber der Kampf ist spannend, Freunde. Die gute Analperle. Ach, ich liebe sie. Alter! Leute, das war ein Plus. Leute, fühlt euch das mal vor Augen. Plus 5 nach Tara mit Step Payback, ja? Und es macht einfach nur 20% Schaden und ich habe kein physisch defensives Investment. Wow, hätte ich das vorher gewusst. So, cursen wir uns mal ein bisschen. Mal gucken, was unser Gegner vorne geht. Weiterhin auf Payback. Okay, wir sind gleich langsamer. Wir können uns jetzt aber schon resten. Das habe ich jetzt auch vor. Wobei ich glaube, wir waren immer noch schneller.
Ach ja, stimmt, der ist ja ein Flugset. Okay, der Wish ist, den Wunschraum konnte noch rauskriegen. Wir sind übrigens mittlerweile 8 Leute im Chat und oh mein Gott! Jetzt wurde ich hier angeschrieben. Okay, da ist Sumpex. Wird ein Erdbeben, aber jetzt brauche ich Stalos leider auch nicht mehr. Stalos, ich muss sagen, du hast mich wirklich überrascht, Freunde. Also, Stalos hat mich wirklich überrascht. Es war ein Crit-Erdbeben und er macht 64%! Stalos ist sowas von krass, so ein Monster, Leute. Also da kann man schon mal klatschen, oder? Also Stalos hat jetzt an und für sich nicht allzu viel getan in diesem Kampf, aber Leute, es ist so ein Powerhouse, wie wir sehen. Ich hätte es nicht gedacht. So, wir machen nochmal 29% Schaden, das ist cool. Werden gleich wieder in unser Gewalt umgehen, unsere Boosts rausholen und dann können wir das Ding killen. Und was hat er gemacht? Stealth Rocks, okay. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch den Indikator rauskriege. 25% muss ich noch behalten. Könnte knapp werden, ne? Ja, okay. Aber ist an sich auch egal, denn uns hat sie unsere Beere jetzt eigentlich aktiviert. Hat sich die... Nee, die hat sich nicht aktiviert. Hm. Verstehe das nicht. Egal, Gigadrain reicht mir das Ding zu killen und jetzt können wir wieder die Legatoren aufstellen. Und da ist das Driftblim. So, ich gehe jetzt nochmal auf Substitute, weil ich wissen will, was das Ding vorhat. Aktiviert sich meine Beere jetzt? Nein, er geht auf Call Mind. Okay, so, das ist also, das gefällt mir eigentlich kein Akrobatik-Ding. Muss ich echt unter 25% kommen, damit sich meine Beere aktiviert? Na gut, okay. Hidden Power Rock macht 26% Schaden und er geht weiter auf Call Mind. Oh, okay, aber ist egal, ich habe immer noch mein Galagladi mit dem Schattenstoß, also das Match haben wir so ziemlich gewonnen und selbst wenn nicht, dann hätte ich immer noch mein Twido, das auf jeden Fall schnell genug wäre. Und abgesehen davon killt er sich jetzt selbst mit dem Burn und Freunde, ich bin mal so dreckig und lasse ihn jetzt einfach am Burn, ja, verrecken. Gehen wir auf Delegator. Okay. Und meine Beere hat sich aktiviert. Woo! Und das Driftzeppeli geht down. Freunde, das war der Kampf. GG auf jeden Fall. Ich schreibe es kurz in den Chat. Und wow, ich werde schon wieder angeschrieben. Irgendwann, ich sag's bei jeder Aufnahme. Ich hab's nicht mal angekündigt, dass ich aufnehme. Wo kommt ihr alle her? Krass, krass auf jeden Fall. Leute, wie gesagt, ich hoffe, irgendwas hat irgendwann die Annotation zum Ausstellen kann. Aber wie geht ihr auch sein? Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video noch einen Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und haut raus. Ciao!